Hallo, herzlich willkommen zu Wiederaufführung. Alte Filme neu entdeckt, große Lust an steilen Thesen, garantiert nicht spoilerfrei und jede Menge gefährliches Winterwissen. Mit Kali und Max. Ausgabe Nummer 163, eine kleine Sonderbonus. Freundliche Folge rund um Weihnachten. Ho, 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 ho. Wir besprechen ein kleines Märchen. Mhm. Ja. Ja. Was soll ich jetzt dazu sagen? Also Max hat heute den Film ausgewählt. Was gucken wir denn, Max? Ja, ich habe gezogen Das Feuerzeug. Aus dem Jahre 1959. Also auch schon angemessen alt, auch 60 Jahre. Ja, super rausgesucht hier, gerade direkt noch so zum Ende von 2019. Ja, Das Feuerzeug, nach dem gleichnamigen Märchen, aufgeschrieben von Onkel Hans Christian Andersen. Was hat denn der noch so geschrieben? Die kleine Meerjungfrau ist für mich vor allen Dingen Hans Christian Andersen. Ja, für mich auch. Deswegen. Das Mädchen mit den Schwefelhölzern? Ist auch keine Ahnung, keine Ahnung. Jetzt wird's gerade peinlich. Das Feuerzeug. Gib mal einen Tipp ab. Hast du es gelesen, vorgelesen bekommen und oder vor allen Dingen den Film schon mal gesehen? Oh, das ist eine sehr gute Frage. Also ich meine, ich habe es selbst noch nie gelesen. Ich kann mir gut vorstellen, dass du mir das mal vorgelesen hast, aber ich weiß es nicht genau. Ich weiß nicht, haben wir die anderen Märchen? Ja, doch, ne? Weiß ich wirklich nicht. Das ist sehr, sehr schwammig. Den Film. Kann sein, dass ich den mal als Kind im Fernsehen gesehen habe. Ich habe ihn auf jeden Fall nicht so auf dem Schirm. Also für mich ist er, ich würde jetzt von meinem jetzigen Punkt sagen, nein, der ist mir unbekannt, ich sehe ihn neu. Mhm. Aber ich bin mir dann wirklich nicht sicher, tatsächlich. Also ich habe ihn als Kind wahrscheinlich mal gesehen, beim Märchen lesen, vorgelesen bekommen, bin ich mir nicht sicher, kann mich mir aber vorstellen, dass mir das mal vorgelesen worden ist, weil ich selber gelesen habe. Und ich glaube, ich habe den in den letzten 3 Jahren irgendwann mal geschaut, behaupte ich. Auf jeden Fall habe ich diese Blu-ray auch schon mal geguckt, meine ich. Also das mit dem sehr vertraut vor. Also so hier auf dem Bild hier, also auf dem Cover ist hier sozusagen der große Hund und er, das kommt mir auch bekannt vor. Ja. Aber ich wüsste jetzt nicht mal andersweise, worum es geht, also von daher. Ja, das hat wahrscheinlich mit einem Feuerzeug zu tun. Na gut, aber wenn du es auch gar nicht weißt, dann würde ich sagen, dann hüpfen wir auch gleich direkt rein. Hier machen wir gar nicht groß Vorgespräch, weil ich könnte jetzt noch die ganzen Namen hier vorlesen, die so beteiligt waren und dich fragen, ob du davon jemanden kennst, aber... Oh, das können wir sparen, ich glaube, garantiert nicht. Überspringen. Naja, der Rolf Ludwig ist schon kein völlig Unbekannter, behaupte ich. Wir schauen Das Feuerzeug. Und schon haben wir Das Feuerzeug fertig geschaut. Ja, das war also der Märchenklassiker, wie es so auf der Blu-ray-Hülle heißt. Es ist eines der DEFA-Märchen. Kam übrigens im April 59 raus. Habe ich gerade nochmal nachgeguckt. Also nicht irgendwie tatsächlich besonders zu Weihnachten oder sonst wie, sondern im, was ist das, Frühling, ne? Mhm. Ja. Möchtest du dich mal wieder an einer Inhaltsangabe versuchen? Ja, kann ich machen. Also kurz und knapp, ein junger Soldat kommt aus dem Krieg. Zieht durch die Welt und trifft auf eine Hexe, die überredet ihn halt für sie ein Feuerzeug aus einem hohlen Baum zu holen. Dafür seilt sie ihn ab und dort trifft er dann auf 3 verschiedene Kammern und 3 unterschiedlichen Schätzen und dann auf das Feuerzeug und die Schätze bestehen aus Kupfer, Bronze, nee. Kupfer, Silber und Gold. Er fühlt sich dann halt gesichert und kommt er raus und hat dann den Konflikt mit der Hexe, die ihn auf einmal sehr aggressiv ist und das Feuerzeug in der Hand will. Und nichtsdestotrotz geht er seinen Weg. Punkt. Ja. Dass die Hunde gar nicht erwähnt, denn... Die können wir ja im Gespräch heute noch erwähnen. Das Gespräch ist ja noch nicht vorbei. Ich wollte jetzt. Dafür, dass du es so relativ ausführlich gemacht hast, habe ich gedacht, die Hunde jetzt wegzulassen. Interessant. Also, die Kisten werden jeweils von übernatürlich großen Hunden bewacht, sind aber tatsächlich keine wirklich gute Wache, weil der Soldat einfach sagt: Ja, geh doch mal bitte zur Seite. Sie gehen zur Seite, er nimmt sich die Sachen aus der Kiste und fertig. Ja gut, aber die Frage ist ja, hat das vielleicht was mit der, vielleicht ist die Funktion der Hunde hier, dass die in die Seele reingucken können und jemand, der eine gute Seele hat, der darf sich bedienen und jemand eine schlechte Seele hat, da gehen sie dagegen oder so, irgendwie sowas. Ich kenne leider nicht das Originalmärchen. Ob das da erklärt wird, ob da überhaupt Hunde drin sind oder ob das nur eine Interpretation des Films ist, das ist ja auch eine andere Sache.
Ich habe mich jetzt nicht weiter groß mit den Namen hinter und vor der Kamera nochmal beschäftigt. Meiner aber, Rolf Ludwig, hat durchaus eine Karriere gehabt. Aber sonst sind so die Leute für mich eher unbekannt. Also ich kannte ihn vom Sehen her, aber ich wüsste jetzt nicht, woher ich ihn kenne. Also ich habe für mich festgestellt, auf jeden Fall, ich habe das Märchen definitiv noch nicht vorher gesehen. Das war für mich komplett neu. Und was würdest du generell sagen? Wie fandst du es? Ich fand es sehr unterhaltsam und sehr kurzweilig tatsächlich. Was hat es deinen Erwartungen entsprochen? Oder? Ah, das ist ja die Frage. Hab ich überhaupt Erwartungen gehabt? Ne? Also gut, es hat meine Erwartungen nicht entsprochen, weil ich gestern Abend noch mal kurz diesen Gedanken gehegt habe, dass es vielleicht in diese etwas düstere Richtung gehen könnte wie Das kalte Herz. Das war Gott sei Dank nicht der Fall. Das war ja doch ein sehr locker, flocker, weiches Märchen, bis vielleicht auch noch das Ende oder so. Aber an sich war das schon, ich habe es düsterer erwartet, als es ist. Und ich fand es schön, dass es so unterhaltsam und so locker geblieben ist tatsächlich. Ja, ich habe gestern noch so kurz überlegt, so, ob man das eigentlich auch beschreiben könnte. Ja, ein völlig kaputter Soldat, der offensichtlich an posttraumatischem Stresssyndrom leidet, zieht alleine und irgendwelche merkwürdigen, sich anscheinend selbst ausgedachten Lieder singt durch die Welt, illusioniert dann vor sich hin, dass da eine Hexe im Wald wäre und es einen leeren Baumstumpf gäbe, unter dem irgendwie so ein Höhlensystem ist, wo es eben jede Menge Geld gibt. Aber es ist ja ein Märchen, deswegen kann das natürlich alles sein. Aber hattest du denn von der Charakterisierung von ihm das Gefühl gehabt, dass der PTSD hat? Naja, der versucht halt mit seinem Leben klarzukommen. Er ist ja völlig abgewrackt sozusagen. Also seine Kleidung ist verschlissen und so. Und wie gesagt, er kommt ja anscheinend aus irgendeinem Krieg, für den er nicht oder sich nicht angemessen entlohnt gefühlt hat. Und versucht das eben in mehr schlecht als recht irgendwie zu singen. Das finde ich ja witzig. Also ich hatte den Eindruck, hatte ich gar nicht gehabt, weil er wirkte für mich schon so dieses, ja, er war stolz, dass er Soldat war, er war stolz, dass er für den König gekämpft hat, dementsprechend. Und jetzt möchte er halt mit dem Leben weitermachen und er ist halt sehr positiv in der Einstellung, hat jetzt kein Trauma oder so ähnliches mitgebracht. Ja, er war aber vom König jetzt nicht sehr angetan. Ja, es lag vielleicht daran, dass der König ihn hängen wollte. Also dann wäre ich auch nicht sehr angetan. Aber am Anfang des Films meinte ich jetzt... Das habe ich dann gar nicht so mitgeschnitten. Ja, da hat er gesagt, dass er eben so sich nicht entlohnt gefühlt hat und so. War das eigentlich, ist das eher für uns so gewesen, jetzt so in einem gewissen Alter? Oder wenn die Hexe so zu ihm sagt, hier, ach, was hast du für einen großen Säbel und einen Tornister, aber der ist ja leer? Meinst du die sexistische Anspielung? Dass es so eine sexuelle Anspielung ist? Oder ist ich so? Weiß auch nicht, ob das irgendwie meine Müdigkeit geschuldet war, aber ich habe es auf jeden Fall extrem so verstanden. Das mag aber auch daran liegen, dass ich ein paar Tage später mit meinen Mädels in der Runde saß und wir haben darüber geredet, wie viele sexuelle Anspielungen in Disney-Filmen drin sind und für wie viele Altersgruppen der eigentlich konstruiert ist und dass man als Kind das gar nicht schon mitschnallt, also mitcheckt und wenn man dann mal älter ist, dann immer wieder denkt, wow, was ist das denn und was man da alles so entdeckt und dadurch, dass wir das Thema gestern auch nochmal in der Runde aufgegriffen hatten, hatte ich das immer noch so im Hinterkopf gespeichert und deswegen werde ich wahrscheinlich jetzt in allen Märchen irgendwie was in diese Richtung gehen finden, weil ich jetzt so angespitzt bin auf diese Thematik. Aber ich glaube tatsächlich, dass es ein Defa-Märchen ist, dass es nicht wirklich so gemeint war tatsächlich. Ja, ich meine, also ne, bleibt ja offen, ist halt so dieses, ne, was für Frauen begegnet er vielleicht in dem Film oder Frauenfiguren, eben da diese Hexe und dann später... Die nächste Frau ist, weiß ich gar nicht, die Köchin dann vom Gasthof und natürlich die Prinzessin noch und ihre Wagen. Naja, also ich bin, glaube ich, auch wieder relativ, also ich habe den auf jeden Fall irgendwann schon mal gesehen, den Film. Und weiß ich nicht, mir fällt es, glaube ich, noch einigermaßen leicht, mich da irgendwie in diese Welt hineinzudenken, hineinzufühlen, sodass ich da eben auch durchaus meinen Spaß habe an den Kostümen, der Ausstattung. Wenn die Hexe sich dann in die Schlange verwandelt. Das war auch ein total dummer Move, muss ich ehrlich sagen, weil ganz ehrlich, er hätte sie nicht erstochen, wenn sie in der Frauenform geblieben wäre. Ja, das ist das Einzige, was ich tatsächlich gerade nochmal nachgelesen hatte, dass wohl im Märchen er sie einfach schon deshalb umbringt, die Hexe, weil sie ihm nicht sagt, was sie mit dem Feuerzeug auf sich hat. Ja, also von sich aus sozusagen auf sie losgeht. Und hier ist es ja so, dass sie ihn quasi einmal angreift, sage ich jetzt mal, und sich dann eben in diese Schlange verwandelt und er deswegen ja
sein Säbel zückt. Na, das ist ja ein Ding. Also das ist ja, naja gut, Märchen sind ja meistens Härte. Das sind ja echt Horror-Stories oftmals. Aber das ist natürlich schon eine andere Charakterisierung dann für ihn, ne? Wenn er dann auf einmal so den in diese Richtung reagieren würde tatsächlich. So wirkt er ja sehr freundlich und ungekümmert und eigentlich sehr herzensgut und naiv und eigentlich halt möchte er allen helfen und. Ja, das ist ja echt, ne? Wenn man so wirklich ist, ein Soldat, also von wegen naiv und herzensgut, geht das eigentlich zusammen so? Und zumindest in meiner Vorstellung zusammen. Ja, so, dann, das ist ja eine gute Frage. Das heißt eigentlich, na gut, aber dann ist halt die freundlichere Frage, wenn du jetzt in die heutige Zeit guckst, sind natürlich Soldaten immer schlechte Menschen, weil sie Soldaten sind. Ja, muss jetzt nicht pro forma so sein, aber dieses von wegen herzensgut und naiv, weiß ich nicht. Also gerade wenn er eben aus dem Krieg kommt. Aber nichtsdestotrotz würde ich dir zustimmen, dass er natürlich sehr positiv durchaus dargestellt wird in der Zeit, in der wir ihn begleiten. Wir sehen ja nicht, dass er in irgendwelchen Kampfhandlungen da vorher teilgenommen hat oder wer da weh gegen wen und warum, aus welchen persönlichen Befindlichkeiten gekämpft hätte. Ja, genau. Aber die Ausstattung, also da habe ich mich auf jeden Fall wieder... Hat mir wieder sehr gefallen, hat der Atmosphäre, finde ich, sehr gut getan. Auch dann so eben im weiteren Verlauf des Films die diversen Kostüme, die Bühnen oder wie gesagt, ich bin nicht ganz sicher, was so ein Thema, wie viel ist im Studio und was haben sie vielleicht auch irgendwie, weil es wahrscheinlich einfach große Studiohallen waren dann oder eben eine Freifläche vorm Studio, wo sie dann eben die Städtchen aufgebaut haben. Also ich muss ehrlich sagen, ich fand. Also von dem Aufbau her könnte das auch irgendeine mitteldeutsche Stadt sein, tatsächlich. Aber so rein, wie das wirkte, war das für mich schon zu zett. Ja. Also das war schon Studio. Aber es war wirklich wieder die Liebe zum Detail zu erkennen. Ich bin ja wieso ein riesengroßer Fan von Defam-Märchen. Und ich finde, das sind auch mit Abstand die besten Märchen in dieser Zeit in der Kurkom. Und die haben alle immer wunderschöne Kulissen und sogar wunderschöne Detailarbeiten so vorzuweisen. Und ich finde es immer schade, wenn Leute Defam-Märchen gar nicht kennen, weil ich mir denke, oh Gott, was kennt ihr denn überhaupt an Märchen? Weil ich dann halt so westdeutsche Märchen nenne, okay, es ist jetzt auch eine Perspektivensache, weil ich ja auch mit Defam-Märchen aufgewachsen bin, ne? Aber ich habe ja auch als Kind auch mal ein Westmärchen so gesehen und ich fand, die Ausstattung war, also das ist ja nicht so, dass die keine detaillierte Ausstattung hatten, aber die hat mir, aber die war halt, ich sage jetzt mal, gefühlt für mich in meiner Wahrnehmung immer deutlich moderner und minimalistische letztendlich. Und deswegen, die Westmärchen haben mir immer nicht so gefallen. Da habe ich mich auch immer nicht so aufgehoben gefühlt. Und Defam-Märchen, ich finde die, da nach 2 Minuten bin ich in dieser Welt drinne immer wieder. Und also vor allen Dingen bei mir ist ja vor allen Dingen mein Fokus auf russischen Märchen und tschechischen Märchen. Die beiden liebe ich ja noch am meisten. Und da bin ich immer sofort drinne. Und mir ging es beim Feuerzeug jetzt ähnlich. Nach 5 Minuten war ich dann im Film komplett drinne und habe das alles für bare Münze genommen und fand das wieder total schön, wie viel Kulissen sozusagen so im Detail gefertigt waren, auch die Kostüme, dann auch die Stereotypen, die in dieser Handlung eingearbeitet waren, halt sozusagen nochmal diese kleine Warnung vor den Menschen und dieser, dass er selber seine Lehren ziehen muss. Ja, das ist, fand ich sehr charmant gemacht, tatsächlich. Ja. Ich habe auch gerade überlegt, so dieses Höhlensystem eben, wenn er diese Eiche, diese hohle Eiche hinuntersteigt und da eben die Gänge entlang geht und habe dann auch wieder überlegt, ja heute, weiß ich nicht, wahrscheinlich würde man so dezent noch ein bisschen irgendwie eine halbe Kulisse haben, aber wahrscheinlich sehr viel Greenscreen und dann eben ganz viel so computermäßig einfügen, was auch seine Qualitäten hat und was ich auch nicht, wie gesagt, nicht immer erkenne, CGI, aber wo ich dann denke, ja, also selbst wenn ich hier eben sehe, das ist wahrscheinlich im Endeffekt eine sehr stabile Pappwand, diese Steine hier. Aber es hat für mich irgendwie dieses, naja, da hat halt jemand was gebaut und das ist echt und man kann es auch anfassen und so. Das ist irgendwie nochmal ein ganz anderer Effekt immer, da muss ich sagen. Also selbst wenn es eben, wenn man eben erkennt, es ist halt ein Trick. Ne? Aber das ist ja irgendwie auch so diese Filmmagie und das ist mir irgendwie trotz allem häufig sehr viel lieber als eben CGI. Ja, da müssen wir nicht drüber reden. Ja. Was ich sehr interessant fand, wir begegnen ja so einigen Figuren in diesem Film, die ja wie klar die sozusagen zu identifizieren sind durch eben, wie gesagt, die Kostüme, aber auch die Haare. Also die drei ja besser gestellten Typen in dem Gasthof zum Beispiel, die haben einmal, einer ist hellblond, einer rothaarig, einer hat so braune Haare. Und das in Anführungszeichen lustig ist, schon der Szene davor, nee Quatsch, die sehen wir einmal schon, wenn er reinkommt, wenn er dann auf dem Markt ist, unser Soldat, und den Kindern Essen und Spielzeug schenkt, sind auch drei Jungs. Und da ist auch
Der eine ist rothaarig, der andere hellblond und der nächste braunhaarig, dass man die also dadurch schon gut auseinanderhalten kann, auch wenn die sonst eben durchaus ähnliche Kleidung haben. Gerade die Kinder, wobei die natürlich auch nochmal sehr individuelle Gesichter haben. Aber das fand ich sehr interessant, so dieses Unterscheiden. Und während unser Soldat ja eher, sage ich jetzt mal, schwarze Haare hat, ne, und sich dadurch eben auch nochmal zu unterscheiden ist, auch von den anderen. Das ist ja auch, ne, der Schneider hat so einen Spitzbart und eher graue Haare. Dann haben wir den Schuhmachermeister Schaft, der so ja, mehr Vollbart hat und so ein bisschen wie ungepflegt, so ein bisschen das aussieht, so die Haare insgesamt. Also eher so, ja, zugewuchert das Gesicht. Also, dass die alle eben sehr oder so von der Maske zurechtgemacht sind oder Make-up-Department, wie auch immer, dass man die allein schon eben dadurch unterscheiden kann. Also, selbst wenn ich jetzt eben nicht gehört habe, die hat diesen Beruf oder jenen Beruf, aber man kann sie relativ gut auseinanderhalten, finde ich. Wie ging es dir so damit? Ja, finde ich auch. Ich genauso. Also, ich hätte jetzt auch zum Beispiel, können jetzt sagen, naja, der König und der Schneider haben vielleicht Ähnlichkeiten, aber auch die sind eben natürlich dann nochmal durch die Kleidung schon auch durch die Frisuren und die Maske, finde ich, gut voneinander zu unterscheiden alle. Also das merke ich auch manchmal, wenn man irgendwie so in Filmen oder in neueren Filmen das hat, und die sagen, ja, hier hat man halt irgendwie jemanden, der rote Haare hat und da jemand blond, aber was soll das? Das sind eben so Stereotypen. Und ich aber manchmal, ja, aber es hilft tatsächlich bei der Unterscheidung. Das merke ich manchmal, wenn ich hier bei dir irgendwie mal bei asiatischen Sachen mitgucke, dann denke ich mal, oh, die sind alle schwarzhaarig, ich kriege die gerade gar nicht auseinandergehalten. Das stimmt schon gar nicht, also die hübschen Mamas sind so schön haselnussbraun oder sonst wie. Weil ich mir die Namen schwerer merken kann und dann merke, ah ja, stimmt, doch, das ist zwar, natürlich ist es eine Übertreibung oder eine Überspitzung meistens, aber tatsächlich, es hilft eben zu dieser Unterscheidung. Und allein eben, dass man verschiedene Haarfarben hat. Aber das haben, also ich finde, das machen die asiatischen Serien aber mittlerweile auch so. Also, war gut, also gesagt, Japan vielleicht aus. Japan hat meistens nicht komplett alles mitgucke, sondern nur mal reinschaue und so. Und dann denke, okay, warte mal, das ist doch der gleiche, oder? Muss ich dann auch erstmal zwei, dreimal hingucken muss. Obwohl ich sagen muss, die Serien, bei den Serien, die ich gucke und den Filmen, die haben meistens immer sehr individuelle Gesichter und so. Also, da habe ich jetzt nicht das Gefühl, dass man die nicht sonst auch nicht unterscheiden können würde. Das ist schon sehr, auch schon sehr vielseitig immer so gecastet, so finde ich, von den Typen her. Ja. Aber wenn wir gerade bei asiatischen Serien sind, dann würde ich gerne mal kurz reinwerfen wollen, Strangers from Hell, Hell are Other People, diese drei Kerle in der Kaschemme, die waren ja so offensichtlich von ihrer Art und alles, dass es mich echt gewundert hat, so positiv und weltgewandt, wie denn doch dann teilweise der Soldat wirkt, dass der auf die Schnösel reingefallen ist. Also das habe ich echt mehr gedacht, er spielt die aus oder so, dass er da wirklich wochenlang sich da ausnehmen lassen hat, das habe ich überhaupt gar nicht verstanden. Tja, ist halt ein netter, herzensgut naiver Typ, wie du schon sagtest. Und die ihn dann natürlich. Aber das hilft ja auch zur Beschreibung dieser Gesellschaftsverhältnisse, dass eben die gut Betuchten andere Menschen nur anerkennen, wenn sie selber Geld haben oder eben ordentlich gekleidet sind. Also nur auf äußere Sachen bedacht sind oder auf Materielles und eben nicht auf, ja, weiß ich nicht, Charakterzüge oder sonstiges oder eben die Menschen selbst, sondern wirklich sehr oberflächlich sind, ne? So wie eben der erste Schuhmachermeister des Königs den Jungen nicht annimmt, weil er eben kein Lehrgeld zahlen kann. Und ich meine, der andere Schuhmachermeister sagt eben, ja, er würde ihn nehmen, aber ne, er braucht natürlich auch ein bisschen was von ihm als Geld, aber was lässt denn da eben ausgleichen? Wo dann sozusagen, ja, weiß ich nicht, der sozialistische Unterton in dieser Märchenvariation dann so durchkommt, ne? Dass man ja natürlich damit ja auch politisch irgendwie was erreichen will bei diesen Filmen, die dann irgendwas vermitteln sollen, bestimmte Werte. Mhm. Oder siehst du das nicht so? Oder ist das für dich typisch Märchen einfach so? Ich darüber noch gar nicht nachgedacht. Ich finde das einen sehr interessanten Aspekt tatsächlich. Naja, ne, guck mal, er hilft den ganzen Kindern, die da alle barfuß rumlaufen müssen und wo ich schon dachte, so, na, hoffentlich kommt bei euch nie der Winter. Sag mal, also das war es ja dann für euch oder wie. Ne, und eben, ja, den Alten und den Schwachen. Also den Kindern hilft er eben oder gibt er was zu essen. Und dann wird auch noch so gesagt, ich habe noch nie eine Brezel gegessen. Und die anderen so, reibt sich so das Bäuchlein. Das ist so lecker. Ja. Und dann schenkt er ihnen so quasi noch das Spielzeug. Hilft der alten Dame, dass sie einen vollen Korb hat, wo ich dann so dachte, ja, jetzt hat sie viel zu viel zu essen. Wie soll das denn gehen? Und dann sagt er den Kindern, hier, tragt ihr das mal weg. Ja. Ja, also er solidarisiert sich eher mit denen, die nicht so viel haben oder nicht genug haben, je nachdem, wie man das dann eben definieren möchte.
Also es gibt sich sehr selbstlos. Ne? Er hätte ja auch einfach sagen können, ja, jetzt habe ich das ganze Geld, jetzt mache ich mir erstmal, also bis zu einem gewissen Grad macht er sich ja einen Dicken, ne? Lässt sich neu einkleiden, das beste Zimmer mit Blick auf den Marktplatz. Und so, aber er behält es nicht rein für sich. Also er ist schon jemand, der damit auch, der das auch weitergibt oder eben für andere ausgibt, der nicht diesen Bezug hat von, es ist mein Geld und das brauche ich für mich, sondern es ist Geld und naja, wenn halt jemand was braucht, ich habe so viel, ich gebe dann eben auch anderen was dafür. Ja, das fand ich auch befremdlich, dass er das so in diesem Maße auch gemacht hat. Ich habe dementsprechend in euch so, was von mir der Klischee gesteuert gewesen, immer erwartet, jetzt kommt irgendwie der ergaunerhafte Hauswirt, ne? Also dass der sozusagen, wenn er denn das Haus verlässt, dass er denn das, wenn er wiederkommt und das Geld ist gestohlen. Also mit sowas habe ich immer gerechnet die ganze Zeit, weil er ja wirklich eine auf dicke Hose gemacht hat, dadurch, dass er das ja auch allen geholfen hat, war es ja auch klar, wo er sein Geld, also dass er das Geld hat und dass sozusagen jeder das ja auch angenommen hat und das hat mich das nicht gewundert, wenn einer auch mal auf die Idee gekommen wäre, das Geld zu klauen. Also das ist jetzt nicht so der Weg passiert ist, das war eher für mich überraschend tatsächlich am Ende. Ja, überleg gerade nochmal. Also das war auch teilweise, wenn dann eben der Wirt mal kommt und sagt zu ihm, hier, ich habe schon seit 3 Tagen, lasse ich anschreiben, du musst mir mal wieder Geld geben, dass er da, obwohl doch, er kommt ja dann auf die Idee, dass er den Hunden sagt, bring mir mal noch ein bisschen Geld. Ne? Ja, gut, das entdeckt er durch Zufall erstmal, das weiß er zu dem Zeitpunkt ja noch gar nicht. Ja, aber er hätte ja direkt auch sagen können, ja, warte mal, ich muss noch mal spazieren gehen und das mehr Geld holen so ungefähr. Ja, natürlich sein könnte, dass jemand folgt oder er nicht mehr hochkommt wegen des Salz. Wobei ist er dann natürlich, oh Gott, ist schon wieder so verkopft. Kommt er mit dem Seil da runter und wieder hoch. Hätte er sich mit selbst hochziehen können. Ja, genau, jedoch, er kommt ja eigentlich auf die Idee, sich dann Nachschub zu besorgen. Ist ja eigentlich auch so, ne, so ein bisschen so der unerschöpfliche Vorrat, den er da vielleicht dann hätte. Ja, was heißt unerschöpflich? Wir haben ja gesehen, das waren immer nur Kisten. Ja. Die werden ja auch mal einen Boden haben. Naja. Andererseits müssen ja auch die Hunde da unten irgendwie überleben und da scheint es nicht viel Nahrung zu geben, war mein Eindruck. Ja, anscheinend, ich habe mich eher gefragt, dadurch, dass die sich ja auch beamen können, so ob das eher Geister sind und keine richtigen Hunde, das ist eher Sinnbild. Ja. Das waren sowieso keine richtigen Hunde, weil die ja viel zu groß waren. Das waren ja schon besondere Wesen, märchenhafte Wesen. Da haben wir auch überrascht, wenn ich jetzt mal einen Riesensprung machen kann, dass er am Ende, nachdem er hier die ganzen reichen und falschen Schnösel verjagt hat mit den Hunden, dass er danach nicht wirklich gehängt wurde als Hexe. Ja, dafür hat er sich schon viel Kredit bei der, in Anführungszeichen, einfachen Bevölkerung verdient, die ja eher auf seiner Seite waren, sowieso schon. Auch das ist ja ein schönes Gesellschaftsbild, dieses, na, hast du noch einen letzten Wunsch? Ja, ich möchte noch eine rauchen. Lass mir noch eine Tabakpfeife. Ja, aber nicht zu lange. Wir haben noch was anderes vor, oder was? Na, ich fand sowieso krass, dass die Königseltern so extrem auf so alt getrimmt waren. Also vor allen Dingen, ich fand es untypisch in Märchen, dass die Königin von grauen Haaren sitzt. Also das ist ja meistens so, auch wenn der König älter ist, dass doch die Königin auch noch immer relativ jung und frisch und hübsch wirkt. Da vor allem haben wir ja häufig, glaube ich, auch immer dann die, in Anführungszeichen, böse Stiefmutter, ne? Dass der König seine Frau schon mal irgendwie verloren hat und dann die Königin gar nicht die echte Mutter ist, sondern meistens auch mal Stiefmutter. Ja, und die ist ja meistens hübsch, ey. Ja. Ne? Und ja. Vielleicht auch deswegen ja dann jünger ist. Oh. Aber stimmt schon, ne? War ein Paar, was anscheinend, oder wenn ich jetzt einfach mal davon ausgehe, dass sie schon sehr lange zusammen sind. Ne? Ja. Also ja, ich hatte mich jetzt, glaube ich, nicht so sehr überrascht. Ich fand es eher stark, wie eben an jeder Ecke, egal welchen Menschen er trifft, dass da jeder sofort zu ihm sagt, oh, das ist bestimmt der Soldat, der die Prinzessin freien will. Ja, Mann, da kommt mal ein Mensch in die Stadt. Und alles, was ihr dem an den Kopf knallt, ist, hey, wir haben eine Prinzessin, ne? Die ist aber eingesperrt und im Kupferschloss. Na gut, aber weil er ja ein Soldat ist, ne? Und anscheinend kommen nicht so viele Soldaten in dieses Kaff. Das absolute Stadtgespräch. Aber es ist ja eigentlich auch, also ist immer die Frage, wie groß oder klein, weil es soll ja irgendwie eine Stadt sein. Und es sind dann auch einige, es sind ja durchaus viele Statisten nachher bei der finalen Szene dabei. Aber wie groß oder klein die jetzt wirklich ist. Das ist eine gute Frage, ja. Aber ich hab jetzt eher gedacht, das hat den Charme einer Kleinstadt tatsächlich. Ja. Würdest du denn im Gasthof zum Goldenen Schwan übernachten wollen? Warum denn nicht? Ich muss ja nicht mit dem Nachbartisch reden. Na, ich fand die Schnösel, fand ich blöd. Weißt du, selber reich, aber können sich selber kein Essen leisten, weißt du? Und hattest du das Gefühl, das sind
bei all ihrer Überheblichkeit auch Typen, die es selbst zu irgendwas geschafft haben, oder leben die einfach eben quasi vom Ruhm ihrer Eltern? Ne? Also du sagst ja hier, ja, das ist die zweite Generation, das ist meistens der Tod. Mein Vater ist der königliche Richter, mein Vater ist der königliche Botschafter oder Schreiber. Ja, und der andere war Kaufmann, ja. Meiner ist der Kaufmann, der ist halt so. Also haben die selbst schon irgendwas in ihrem Leben erreicht? Also sie sitzen ja auch anscheinend jeden Tag der Woche in diesem Gasthof. Ja, und trinken Wein. Ja, nee, ich habe mich jetzt. Nee, die sind einfach nur zweite Generation, meiner Ansicht nach. Also Taugenichtse, die sich durchschnoren und halt sehr oberflächlich sind in der Wertung von anderen Leuten, sich für was Besseres trotzdem fühlen. Aber nö, also da war nicht viel hinter. Das waren für mich Luftikusse. Ja. Tatsächlich. Ja, und da haben wir dann zum Glück den Gegenpol des naiv herzensguten, einfachen Mannes, der auch schon einiges erlebt hat. Ja, und für, also hast du für die irgendeine Form von Sympathie oder Natürlich nicht. Also die haben ja keine Tiefe, die sind ja nur oberflächlich, sind ja nur wertend und auch sehr hintenrum, sind sehr falsch. Ich wusste gar nicht, an welchem Punkt ich da die Sympathie für die entwickeln sollte. Also ich sehe mich selber nicht als so ein Menschen und dementsprechend sehe ich da nicht mal irgendwie in der Hinsicht eine Hoffnung, dass man das übertragen könnte oder irgendwie. Also ich finde das ja wundervoll, wenn er wird dann eben, also wenn die zu viert gerade von einer Kutschfahrt zurückkehren und dann Mittagessen wollen und der Wirt dann zu ihm mit dieser tollen Tafel kommt und sagt, hier, ich habe für dich schon seit 3 Tagen angeschrieben und dann, oh, ich habe ganz vergessen, heute ist noch irgendein Treffen, oh ja, meine Schwester hat heute Geburtstag, wo ich so dachte, wie kannst du den Geburtstag deiner Schwester so komplett vergessen? Und der letzte halt hier, der Kaufmannssohn, der einfach erstmal nur weggeht zur Tür, ich muss weg. So ungefähr. Ist gar nicht mehr groß bemüht, irgendeine Ausrede zu finden, sondern ciao. Ja, ich wollte mit meiner Mutter heute Abend Zeit verbringen, das war das, ne? Heute Abend und ich so, das war auch bei der Hexe, habe ich das schon gedacht, ne? Die Hexe, die er dann am Anfang trifft, ja, guten Abend. Und ich so, ja, Alter, es ist voller Sonnenschein, was ist denn hier Abend? Hättest du einfach guten Tag sagen können. Die Schatten sind ja noch nicht mal halb so lang wie die Bäume selbst. Dann auch diese Ausreden, also ist natürlich klar, es sind alles Ausreden und irgendwas, aber dieses, ja, meine Mutter wollte heute Abend noch mit mir Zeit verbringen. Ich so, ja, ihr wollt gerade Mittagessen, hast du noch ein bisschen Zeit? Aber natürlich, also soll natürlich so sein, ist eben in diesem Märchenkontext ja auch. Die wollen halt selber nicht zahlen, ne? Ja, ist ja alles völlig klar, aber von das sind doch irgendwie sehr süß, diese Momente. Ich muss weg. Ja, sehr süß dargestellt, wie sie ihn alle im Stich lassen und ihren wahren Charakter zeigen. Ja. Fandest du es dann auch süß, als er wieder Geld hatte und die sich alle hingestellt haben und meinten so, haha, du hast aber toll den armen Mann gespielt, haha, aber wir haben so toll mitgespielt, findest du nicht auch? Fandest du das auch süß? Nein. Ich auch nicht. Da hab ich auch gesagt, so, ja. Das ist ja nicht zu fassen, was ihr da macht. Ja, Frechheit, Frechheit. Ja. Ja, was ich aber schön fand, ich weiß jetzt mehr, wie er heißt, war der kleine Junge, dem er am Anfang geholfen hat, hier bei dem Meister Schacht unterzukommen. Also der heißt tatsächlich Schaft. Deswegen habe ich auch immer so, ja, Meisterschaft. Achso, ist das jetzt ein Wortspiel? Meisterschaft. Na gut, aber ich meine ja den Bengel, ne? Also, weiß nicht mehr, wie der hieß. Hans, Hänschen. Hänschen kann man an der Nase ablesen. Ja, aber weißt du, das steht auf deiner Nasenspitze. Also in Klammern, heutzutage ist jedes Kind Hans. Ja, ich meine, das ist ja vielleicht dann auch, wenn ich jetzt mir sage, okay, es ist eben ein Märchen, was sich vielleicht eher an ein junges Publikum richten soll, dass man eben da auch zeigt, hier, naja, ne, der ist eben nett zu Kindern, also dass das auch das Publikum dann oder das vermeintliche Zielpublikum dann nochmal verstärkt anspricht in diesem Zusammenhang. Also meinst du, dass die Kinder eine Identifikationsfigur haben mit dem Schulmeistergesellen? Dass der ein oder andere Hans auch im Kino saß und die dann auch gedacht haben, oh, der ist ja nett zu Leuten wie mir, ne? Also vielleicht völlig unbewusst natürlich noch, aber... Ich stelle mir jetzt richtig vor, ein Kino voller Hänschen. Ja, und zwei Mädels, die Brezeln essen. Ja. Ja, das stimmt schon, der war ganz knuffig. Ja. Und der hat mir auch immer loyal nachher das Essen gebracht. Also das war ja ein klassischer Fall von in der Not erkennst du dann deine wahren Freunde. Genau.
Und die ihn dann sozusagen mit Essen versorgt hatten, als er kein Geld mehr hatte und alles, dass er auch noch im Gasthof bleiben konnte. Das fand ich schon schön, tatsächlich. Ja. Naja, genau, das ist ja so dieses, ne, erst diejenigen, die sich zu ihm gesellen, weil er Geld hat und natürlich die unschönsten Freunde sind und dann aber diejenigen, denen er mal geholfen hat und die ihm dann natürlich auch helfen möchten. Ich fand es so ein bisschen, also einerseits nachvollziehbar, dass er eben, oder er will ja irgendwie zur Prinzessin auch, ne, und dann ist so, dass du, ja, was macht er jetzt? Und dann gibt er dem einen Soldaten halt, hängt er so diesen Goldmünzensack an die Spitze seines Bajonetts. Ja, das habe ich auch gar nicht verstanden, warum er, hat er nichts davon gehabt. Freut, das war ja, genau, ne, er kommt ja danach nicht rein, er geht dann einfach wieder zurück. Ja. Ich dachte, ja toll, was hat dir das jetzt gebracht? Also ich habe gedacht, danach kommt sowas wie, jetzt kann er reingehen, aber nee, er geht wieder nach Hause. Und der Soldat grinst halt und freut sich. Ja. War so ein bisschen, okay, auch eine schöne Kulisse im Hintergrund so von dem Schloss, ja, allgemein. Aber ich habe mir gedacht, ja, einerseits okay, dass er jetzt diese Szene gibt, damit wir einmal so ein Gefühl dafür kriegen, da ist irgendwie das Schloss oder so, aber an sich habe ich so gedacht, ja, habe ich jetzt irgendwie auch nicht gebraucht oder so. Führt jetzt nicht zu irgendwie einem weiteren. Also ich habe auch gedacht, wie verschwenderisch kann man denn sein? Dann gib doch lieber hier den Schustermeister das Säckchen, nicht den blöden Soldat. Ja, vielleicht auch ein Zeichen dafür, dass man mit Geld nicht alles lösen kann. Ne? Na, das sowieso. Das noch so ja, ich habe sowieso nicht verstanden, warum er nachher am Ende so extrem auf die Prinzessin fixiert war. Also das war ja so. Er hatte sie noch nie gesehen, er hat es immer nur von den anderen gehört. Und dann warum er so darauf extrem fixiert war und. Der stolze, der eitle, der hochmütige Prinz aus dem Nachbarland soll sie kriegen, aber das scheint, also wird ja eher negativ konnotiert, dieser Prinz. Und dass er dann einfach vielleicht erstmal so ein generelles Interesse entwickelt. So dieses, aha, ja, die würde ich ja schon gerne mal sehen. Wie sieht die denn so aus? Was macht die so? Was kann die? Ja, ich finde es aber auch krass, das sind alle so Werten, auch so die Mitarbeiter im Gasthaus oder auch der ältere Knecht oder was das ist. Wenn er sagt, ja, wenn man nichts macht, dann kriegt man das nicht hin so. Also wenn diese Vorwürfe immer schon, dieses, muss man aus dem Buschen kommen, wo ich mir denke, ja. Das war vielleicht die unterschwellige Sympathie, dieses, na los, nun mach es, für uns. Wir wollen doch auch nicht, dass wir so einen blöden, also die hätten den ja dann als König. Muss man ja auch mal bedenken, ne? Was auch immer das dann großartig bedeutet. Hungersnot für die einfache Bevölkerung, aus der Erfahrung heraus. Und dann kam er halt diese befremdlichen Momente, wo dann halt er die Hunde entdeckt hat, das Feuerzeug dann mal ausprobiert hat. Ich muss aber auch sagen, ich habe mich erwischt, als ich auf Minute 47 auf den Player guckte und meinte so, ja, was ist denn jetzt mit dem Feuerzeug? Das war noch so ein Gedanke. Bleibt relativ lange, oder eher so ein, ja, MacGuffin ist vielleicht übertrieben, aber ne, es ist eher so, okay, es geht mal irgendwie um Feuerzeug für die Hexe und allein dadurch, wie doll die darauf abzielt, dass sie das haben möchte. Schon deswegen will man das doch mal ausprobieren. Da muss ja irgendwas sein, wenn es eine Hexe ist, die sie in eine Schlange verwandelt hat. Okay, man kann natürlich auch verstehen, wenn er jetzt erstmal so viel Geld hat und die eben alle erzählen, was für eine tolle Prinzessin da irgendwo im Schloss eingesperrt ist, dass er dann andere Gedanken hat. Gerade auch, wenn man plötzlich zu Reichtum gelangt. Ja, und aus dem Krieg kommt. Der Ton ist der leer ist. Aber stimmt schon, ne? Genau, das Feuerzeug ist lange, wird erstmal beiseite gelegt, komplett, ja. Um dann eben. Ist auch sehr, also habe ich dann so für mich mal kurz überlegt, ja, ist das eigentlich ein großer Anführungszeichen authentisch für die Zeit so? Wenn wir jetzt fragen, welche Zeit verortet man das so, weiß ich nicht, 16., 17., 18. Jahrhundert, 19. Jahrhundert, wann das so spielen könnte, abgesehen von den fantastischen Elementen. Ich schweige. Okay. Also sahen Feuerzeuge früher tatsächlich so aus? Das ist ein Pfeifenfeuerzeug. Ja, habe ich tatsächlich festgestellt, weiß ich gar nicht. Das ist ein Pfeifenfeuerzeug und Pfeifenfeuerzeuge sehen können, haben damals so ausgesehen, ja. Naja. Also war es durchaus ein normaler, nicht weiter grundsätzlich überraschender Gegenstand. Naja, es ist ein bisschen groß geraten, ne? Also das schon, es ist auffallend groß. Also es gibt kleinere Variationen, aber weißt du, ob es jetzt genau das Modell damals gab, das weiß ich nicht. Ja, ne? Aber ich weiß auf jeden Fall, dass Pfeifenfeuerzeuge so konstruiert sind. Naja. Genau, und dann hat es eben diese magischen Fähigkeiten des, je nach Klickeranzahl, 1, 2 oder 3, kommen dann eben auch Riesenhund 1, 2 und oder 3. Ich weiß auch gar nicht, warum man die 1 und die 2 immer ruft, oder wenn man die 4 hat. Die 3 hat. Naja.
Kann er alle mal ein bisschen beschäftigen. Ja, wie ist das für dich, dass es eben so eine Szene gibt? Also davon ausgehen, dass es hier ein Kinderfilm ist, freigegeben ohne Altersbeschränkung, dass da eben sowas vorkommt wie, wir werden dich jetzt hängen und auch der Galgen zu sehen ist und so. Ich würde sagen, das ist schon Zeitgeist entsprechend, ne? Naja, es ist ja nicht so, dass in Märchen sowas nicht vorkommt, ne? Das kann man ja nicht sagen. Das ist ja schon öfter mal so, dass dann generell gegen die königlichen Regeln verstößt, der ähnliches, dass man da gehängt wird oder ins Gefängnis kommt oder dass er irgendwie vom König gestellt wird. Also das ist ja ein normales Motiv. Es wirkt wirklich hart. Das wäre dann so der Moment gewesen, hätten sie es weiter ausgeführt, dann wären wir beim kalten Herz gelandet. Er kriegt das ja ganz amüsant noch abgewiegelt tatsächlich, dass dieses Drama gar nicht richtig sich auftut und wischt das so ein bisschen weg. Das ist jetzt, ja, wenn ich jetzt Tudors gucke oder so, dann ist das schon eine andere Nummer. Wenn die zum Galgen gehen, dann wissen sie auch schon, na gut, die werden meistens dann nicht gehängt. Die haben dann leider eher meistens eine Axt im Nacken. Da ist schon eine andere Stimmung, ne? Weil wir ja alle wissen, wie es ausgeht. Da ist die Wahrscheinlichkeit sehr gering, dass da einer mit einem Feuerzeug liegt. Aber das ist schon, ich fand, er wirkt zwar ein bisschen besorgt am Ende, aber er trotzdem noch entspannt und sag mal so, die Geschichte hätte auch anders ändern können, ne? Wäre Hänschen wirklich verhaftet worden, dann wäre das Feuerzeug nie bei ihm angekommen und er wäre dann halt. Also ich muss auch sagen, ich finde es auch krass, dass er sich selber hängen musste. Also dass da nicht mal einer ist, der ihm das umlegt oder so, nee, da muss er sich auch selber da runterhängen. Vielleicht wäre das dann zu düster geworden, wenn dann so ein schwarzer Henker noch da gestanden hätte oder so, keine Ahnung. Aber war auch so ein bisschen so, ja, geh mal da hoch, kümmere dich mal selbst. Ja, das war wirklich dieses, ja, komm mal. Weil wer weiß, vielleicht hätten die dann wieder irgendwo hier den Schalter umgelegt, dass die Klappe aufgeht und so. Dass er dann da runterstürzen würde. Ja, wie die Klappe aufgeht, dass die Leiter runterfällt oder was? Ja, dass halt der Boden unter den Füßen halt weg ist. Ja, dass er dann eben hängt. Ja, ich weiß gar nicht. Also für mich war es so ein bisschen so, vielleicht auch einfach, weil ich mittlerweile so mein Verhältnis dazu sich wahrscheinlich auch über die Jahre geändert. Früher hätte ich dann wahrscheinlich auch nicht drüber nachgedacht. Ich so, so ist das eben, dass du eben Tode, wirst du mit dem Tode bestraft, weil du halt, was war ich, weswegen war es jetzt offiziell? Ja, weil er ins Gefängnis, weil er in den Palast eingebrochen ist, was man schon nicht macht, und dann halt ins Gemach der Prinzessin, was ja noch Hochverrat ist. Also, da kamen schon ein paar Sachen zusammen. Na gut. Ich fand es auch ein bisschen frech von ihm, dass er da abgeführt wird und der Prinzessin noch zuruft, ich werde dich befreien. Wo ich dann auch so dachte, ja, du kennst die Prinzessin offiziell ja eigentlich gar nicht. Vielleicht will die gar nicht von dir befreit werden. Tja, das wäre dann der nächste Punkt, ne? Aber das ist halt ein bisschen chauvinistisch, fand ich. Dieses, ja, setz dich mal voraus, dass die Frau das auch will, ne? Ja. Einfach davon ausgehen, dass die Alternative, die sie erwarten würde, der hochnäsige Prinz, noch was Schlimmeres wäre und er. Vielleicht will die aber beide nicht, ne? Ja, also. Dass er vor uns ja durchaus eben, ne, positiv gezeichnet wird, der Kollege hier, der Soldat. Was ja aber nicht automatisch heißen muss, na, deswegen kannst du mit den Frauen theoretisch machen, was du möchtest. Wobei sie ja sich am Ende sehr fröhlich gibt. Naja, auch wenn sie dann immer träumt und dann küsst er sie und sie kriegt das alles mit und also, das fand ich auch komisch. Dann kommen schon die Augen auf. Das war irgendwie, ich hatte so, ja, wenn du was mitkriegst, dann lässt du dann die Augen zu. Also, naja, gut, dann hättet ihr ja schon ein oder andere Gespräch führen können in der Hinsicht. Ich fand es auch komisch am Anfang, als sie das erste Mal die Prinzessin so zu sich bringen lassen hat, dass dann der Hund teleportiert hat, so geploppt, und nachher dann auf einmal rennt dann der mit dem aus dem Palast mit ihr raus, wo ich denke, so, ich meine, das sah ja amüsant aus, ne, wie die kleine Barbie-Puppe auf dem Rücken lag, so, ne, aber ja, wie ist denn der Hund an allen Wachen vorbeigekommen? Was sind denn das? Na gut, die schlafen halt gerne nachts, alle. Da könnte man da auch nach Hause gehen. Aber ja, das fand ich auch komisch mit dieser Amme oder was das war. Die sah auf jeden Fall extremst gefährlich und unsympathisch aus. Allein schon diese Aufmachung, da denkt man ja mal schon, oh Gott. Also ich fand, die sah aus wie eine richtig böse alte Witterhexe. Naja, sie war schwarz gekleidet, aber wie eine Hexe sah halt die Hexe aus, fand ich. Muss ja schon mal doch trotzdem nochmal unterscheiden. Na, ich meinte jetzt keine natürliche Hexe, ich meinte ja. So eine unsympathische Frau. Ja. Ich merke gerade, dass man, wenn wir über ein Märchen sprechen, ich mit dem Wort Hexe vorsichtiger umgehen muss. Ja. Ja, ich überlege auch, ich glaube, ich habe gar nicht mehr so
viel weiteres, was mir jetzt so noch einfällt. Also ich finde zum Beispiel jetzt so inszenierungstechnisch ist das alles ja, routiniert, ist jetzt nichts so, wo ich sage, oh ja, das ist aber jetzt hier wow und dillem. Hast du dich teilweise auch an andere Märchen erinnert gefühlt direkt irgendwie an manchen Stellen? Den direkt? Naja, ist ja durchaus ähnlich. Ne? Es gibt irgendwie so die Prinzessin als ein Wunschtraum, Wunschziel irgendwie für den Protagonisten. Ja, aber heißt denn, dass das ja auch oberflächlich ist, weil er die Prinzessin haben möchte? Er konnte sich ja auch eine aus dem Volk suchen. Ja. Die bleiben ja alle völlig, also das ist ja vielleicht dann der Unterschied, ne? Den Kindern und der alten Frau hilft, aber den in seinem Alter, da ist irgendwie nicht so der Kontakt anscheinend da. Ja. Das liegt aber auch daran, dass in der Stadt kein einziger in diesem Alter rumrennt. Na, wenn er da so ein paar Mal rausguckt oder so in die Stadt guckt, dann laufen da durchaus mal Frauen rum, die jetzt nicht aussehen wie 70 oder 10. Oh ja, am Essen hast du, wenn du das mitgekriegt hattest, da musste ich so lachen, als das erste Mal der Marktplatz gezeigt wird und dann diese Schwenke auf diesem Marktplatz ist, wie dann da die Statisten rennen und alle gehen da so, und dann kommt von rechts auf einmal so ein so auch ein bisschen schnöseliger angezogener, ne, der anscheinend nicht wusste, wo die Kamera steht und ging dann, bleibt abrupt stehen, dreht sich um 90 Grad Winkel und geht weiter, wo ich dachte so, okay, schlechtestes Acting ever. Naja, kann sich's leisten. war ich jetzt gerade, die Prinzessin haben will, weiß ich jetzt gerade nicht mehr. Naja. Ja, wie fandest du denn die Prinzessin? Ja, von der habe ich eigentlich gar nicht so viel großartig nochmal mitgeschnitten. Sie hat dann irgendwie gesagt, na, das will sie nicht oder so. Also sie sieht dem Willen der Eltern widersetzt so ein bisschen. Ja, aber kann sie ihn dann von sich aus einfach heiraten, wenn die Eltern sagen, nee, ich meine, die Eltern werden ja nicht langfristig die Stadt verlassen haben, nur weil da einmal Hunde im Nachmittag rumgelaufen sind. Märchen. Ich spiele die Märchenkarte. Ja, das ist aber sehr einfach, Max. Ja, dann gehen wir halt davon aus, die beiden heiraten, während die Eltern eben nicht da sind. Und dann irgendwann versöhnen sie sich mit den Eltern und die Eltern sagen dann auch, ja, ist eigentlich ein guter Junge, ist okay, der darf Prinz sein und jetzt hier in den königlichen Stand mit einheiraten und das Land regieren später. So läuft das. Und sie lebten glücklich. Ja, wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. So rum. Das wurde gar nicht gesagt am Ende. Ja, am Ende wurde gesagt, Childhood Productions, the end. Wo ich mich frage, ob das dann eine ausländische Kopie war an der Stelle. Es war total befremdlich und passte für mich da überhaupt gar nicht hin. Also ich meine, der Vorspann ist ja auf Deutsch, deswegen würde ich einfach davon ausgehen, dass sie teilweise unterschiedliche Materialien zur Verfügung hatten als Ausgangslage, was mich natürlich auch ein bisschen verwundert hat. Aber so ist das eben manchmal. Wer weiß, wie heute die Lage ist, ob sie mittlerweile irgendwie Kopien ausfindig gemacht haben. Dass alles ein bisschen besser aussieht. Ja. Also ich fand auf jeden Fall den Film sehr schön und ich fand ihn sehr unterhaltsam, sehr kurzweilig. Ich fand den Charakter sehr sympathisch. Ja, hat mich ein bisschen erinnert an Teufel mit den drei goldenen Haaren. Das war wirkte für mich auch dann auf einmal so die Auflösung so ein bisschen. Das war ja auch ähnlich. Ja. Also wenn du den Film nicht mehr zu sagen hast, dann würde ich gerne mal allgemein ein generelles Märchengespräch noch ein bisschen reinbringen wollen, weil mich hier interessieren würde, ob du ein geschriebenes Lieblingsmärchen hast und auch ein filmisches Lieblingsmärchen oder ein deutsches Lieblingsmärchen im Film oder ein internationales Lieblingsmärchen im Film, und ich werde jetzt dieses Wort nicht nochmal wiederholen, sonst wird das zu viel. Ich würde auf jeden Fall noch mal kurz sagen, dass ich bei Teufel mit den drei goldenen Haaren jetzt aus dem Stand nicht sicher wäre mit der Verfilmung. Ob und wie ich die mal gesehen habe, habe ich ein Lieblingsmärchen. Da würde ich dir, glaube ich, den Vorzug lassen, weil ich jetzt, glaube ich, erstmal ein bisschen grüble und jetzt aus dem Stand auf jeden Fall erstmal nicht die direkte Antwort habe. Also ich glaube, das Kalte Herz so als Märchenverfilmung hat sich auf jeden Fall ziemlich weit nach vorne gespielt. Das ist wie ein Horrorfilm. Genau, wahrscheinlich auch. Unter anderem auch deshalb, weil der so düster ist eben und auch im Erwachsenenalter noch wirkt. Also ich meine damit konkret die Verfilmung von 1950 eben. Ne? Es gibt jetzt auch die neuere mit Friedrich Lau und ich glaube Henriette Confurius. Bin ich das auch gesehen. Ja, die fand ich auch schön, aber ist halt was anderes, trotz allem. Ne? Also ich fand die auch gut, also hat mir gefallen. Fand es auch ein bisschen, hätte ja auch noch deutlich mehr Zuschauer gewünscht, dass mehr Leute den gesehen hätten. Das mag vielleicht am gruseligen Stoff liegen, das wollte ich ihn ja auch nicht sehen. Also, was dann liegt, das kann man ja immer ewig rum überlegen.
Also es könnte jetzt, wenn ich, also Originalfilm zum Beispiel, den habe ich als Kind gesehen und der hat mir so viel Angst gemacht. Also nee, warte, das war nicht das gruseligste Märchen, was ich als Kind gesehen habe. Aber es war gruseligste. Das gruseligste war definitiv das Ding, der klingende Bäumchen. Mit diesem kleinen Zwerg, also das fand ich, jetzt so eine Angst als Kind, also, oh nee, also ich kann das Märchen bis heute nicht gucken. Wahrscheinlich würde ich denken, oh ja, das ist jetzt gar nicht mehr so extrem, aber ich habe das so im Kopf abgespeichert, dass ich kann das nicht gucken. Also der ist auf jeden Fall auch sehr schöner Trick, und also was so Maske und solche Sachen angeht und Bauten, fand ich den auch sinnvoll, wahrscheinlich mittlerweile auch ein paar Jahre mal geschaut gehabt hier. War das nicht auch eine so unglaublich unsympathische, versnobte Prozentin da irgendwie? Ja, die war ganz schön zlufflig und hat dann aber erkannt, ach so, ja, man könnte ja vielleicht auch ein bisschen netter sein und mit Leuten und Tieren ins Gespräch kommen und so. Und dann hilft man sich gegenseitig oder erhält dann ein bisschen Hilfe im Gegenzug. Mhm. Die macht auch so eine gewisse Wandlung durch in dieser Reise. Macht der Soldat für dich, dann kommen wir jetzt doch nochmal zum Film zurück, macht der für dich irgendwie eine Wandlung durch in seinem Charakter oder... Naja, er kennt halt, dass er kann, lernt halt zu unterscheiden, wer es gut mit ihm meint und wer nicht. Das erkennt aber er. Aber er so als Figur hatte ich jetzt nicht, na gut, groß, dass er nicht grundlegend, fand ich. In seiner Menschenkenntnis noch ein bisschen was dazu lernen. Ja. Aber er selbst macht jetzt, finde ich, nicht. Also er ist ja von Beginn an durchaus eher sympathisch. Na, wie er so die alte Frau erschlägt. den reichen Offenheim geht. Erschlägt, er köpft sie. Zerteilt sie. Naja, genau, ich finde auch so der wirkliche Charakterbogen nicht, aber eben der sich ja gut, weil er einfach wahrscheinlich von Anfang an schon so relativ positiv besetzt ist. Was soll da noch groß sich entwickeln, ne? Aber dann wird er eben belohnt für sein positiv dargestelltes Verhalten. Na wohl, ja. Ich finde ganz ehrlich, dass, weil du das oftmals in Märchen hast, dass die Leute Figuren richtig groß weiterentwickeln, sondern dass sie einfach nur die Situation weiterentwickelt. Das ist ja gar nicht groß um großartige Persönlichkeitsentwicklung, außer vielleicht im kalten Herz. So, aber ja, ich überlege gerade, vielleicht hätten wir jetzt mal ein Märchenbuch hier hinlegen sollen, dass ich nochmal so ein paar Titel mir überfliegen kann, was sonst noch so für Sachen sind. Aber Lieblingsmärchen sowas, also wie gesagt, die Verfilmung würde ich kalte Herz sagen, oder sage ich das kalte Herz. Und als generell oder als deutsche Verfilmung? Generell. Ich weiß gar nicht, ob ich so viele ausländische Märchen kenne. Nee, ich frage so, bloß deswegen. Ja. Hast du denn ausländisch jetzt irgendwie was Spezielles im Kopf? Oder so? Ich meine, könnte man ja sagen, das Feuerzeug ist ja eigentlich auch kein deutsches Märchen. Also ich kann ja mal durchgehen. Also mein absolutes Lieblingsmärchen, was ich... Fischer und seine Frau. Ja, der Fischer und seine Frau. Ich finde die Moral super. Ich liebe dieses Märchen und... ich finde, also ich kann, das wird für mich auch nie über, weil ich finde, das ist auch ein unglaublich zeitloses Ding und ich finde das total schön. Also, kenne ich aber keine Verfilmung von. Das ist wirklich nur, wenn man mir das vorliest und ich mag es auch am liebsten, wenn du mir das vorliest. Also von daher ist es perfekt. Ansonsten an Märchenverfilmung, also mein absolutes Lieblingsmärchen in der Verfilmung ist Abenteuer im Zauberwald oder Väterchen Frost, je nachdem, wo es rausgekommen ist. Das liegt aber auch daran, dass mitunter das Märchen war, was ich am meisten geguckt habe seit meiner Kindheit. Und ich finde den Charme unglaublich toll. Und diese ganze, ich finde die Musik wunderschön eingesetzt. Ich finde diese typisch russischen Kostüme fand ich unglaublich toll. Ich finde die Bösewichte, genau. Also ich finde, also so diese ganz viel Liebe zum Detail und auch mit der, ich mag das sowieso gerne, wenn die Märchen-Omi im Mund aufmacht und wieder zumacht. Das ist sozusagen, sie gibt den Startschuss frei in eine neue Welt oder andere Welt. Und also das ist schon mein Lieblingsmärchen. Und auch gemein, ich hatte auch mal Feuer, Wasser und Posaunen dementsprechend, mochte ich auch sehr gerne, hatte die gleichen Hauptdarsteller auch mitunter, hat mir auch immer sehr gut gefallen. Und dann was ich halt noch entdeckt habe vor 2 Jahren, glaube ich, ist jetzt auch schon 2 Jahre her, das ist aber auch eine relativ neue Verfilmung tatsächlich aus Tschechien. Ich glaube, die 12 Monate heißt das. 12 Monate. Die habe ich mit dir auch schon mal geguckt. Ja, das ist, glaube ich, der Film ist wirklich von 2016 oder so. Aber auch wunderschönes Märchen. Auch wunderschön gemacht. Kennt mir auch sehr, sehr gut gefallen. Du warst ja auch von dem dritten Prinz, war das noch, ne? Hast du, glaube ich, auch angetan? Na, der dritte Prinz, ist auch ein tschechisches. Habe ich auch relativ spät gesehen tatsächlich. Habe ich auch erst vor 2, 3 Jahren, ich glaube, vor 3 Jahren entdeckt. Das ist halt die gleiche Besetzung wie bei drei Haselnüsse für Aschenbrödel, ne? So, und das sind die beiden Hauptdarsteller halt nochmal 4 Jahre später, glaube ich, vereint.
Ich fand da fand ich auf jeden Fall die ganze Geschichte total kreativ und hat mich ein bisschen an Van der Giron erinnert. Also das fand ich schon sehr cool. Ich mag das sowieso gerne, wenn im Märchen viel in der freien Natur gedreht wird. Und dann auch gerne so, und am liebsten auch noch in der winterlichen, aber zumindest so herbstlichen Landschaft. Das ist so das, was mein Herzchen so zum Schlagen bringt, weil das halt gewisse Gefühle so für mich auch transportiert, sage ich jetzt mal. Das mag ich unglaublich gerne. Deswegen. Und ich glaube, das ist bei mir selber auch ganz, ganz viel aus der Jugend geprägt. Und da meine Eltern auch der Ansicht, also meine Eltern mögen Märchen allgemein auch sehr gerne. Vor allem zu Weihnachtszeit, klar, aber also da war Defa, also die sind auch davon überzeugt, dass die Defa-Märchen mit Abstand die schönsten sind. Und ich weiß jetzt gerne, also ich weiß, dass meine Mutti halt sehr viel mit also DDR-Märchen, also Defa-Märchen aufgewachsen ist, aber auch. Und ich weiß gar nicht, wie das mit ist. Zu ihrer Zeit, ob sie auch so viele russische auch da gleichzeitig gesehen hat. Aber auf jeden Fall hat meine Mutti mir immer viel russisch gezeigt, und weil sie die selber auch sehr schön fand. Und ja, ich finde, ich denke, das ist schon, auch Zeit halt wunderbar. Also, ne, dieses, hier, wie sagst du, Abenteuer im Zauberwelt, die Könige und so, die Sowjet- und auch die tschechoslowakischen Sachen, das sind schon Dinge, die natürlich hier auch im Kino, oder? Ja, dass die auch dann eben immer wieder mal, teilweise je nachdem, wie alt die nur sind hier, ne, wie gesagt, Feuerzeug ist von 59. Dass sie dann auch immer mal weitergegeben worden sind oder auch wieder aufgeführt worden sind in Kinos? Denn das auf jeden Fall. Dass sie die kannten auf jeden Fall. Aber ich weiß ja nicht, ob sie die auch da schon so gesehen hatten. Weil ich weiß, also wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt bei meiner Familie die Lieblingsmärchen so frage, da kommen dann halt Frau Holle und Schneeweißchen und Rosenrot so raus. Und das sind ja beides Deutsche. Also ich meine jetzt, das meine ich jetzt mit. Also nicht, ist ja ein Komplex, alles klar, ist verwoben miteinander, klar. Aber ich meine damit, deswegen, das ist ein Deutsch werden. Bei mir ist es ja UdSSR, UdSSR und dann kommt halt nochmal Tschechien. Hatten wir auch einiges schon mal gesagt, du sagst eben so die westdeutschen Märchen, wo ich dann auch, wenn jetzt hierzu, gerade in der Vorweihnachtszeit, öfter mal in den Elektronikmärkten immer noch so die Aufsteller rausgekramt werden und dann eben so alle Märchen da reingeschoben werden, auch in ähnlicher Verpackung und so. Und dann finde ich, merkt man auch immer, das sind die Defa-Märchen. Und wenn ich mir hier das Cover angucke von den westdeutschen Märchen, dann sehe ich irgendwie auch, naja, das sieht irgendwie anders aus. Ja, es sieht anders aus, genau. Also einfach diese 3, 4 Filmbilder, die man da mal so drauf erblicken kann, und ich so, nee, nein, das ist nicht die, also es ist auch eben mit Kostümierung und Ausstattung, aber nee, irgendwas ist da, wirkt da irgendwie anders. Es wäre vielleicht ein bisschen, hätte man tatsächlich ein bisschen mehr Budget vielleicht auch nochmal gehabt, aber dass das irgendwie, also ich finde es wirkt, also ich finde es oberflächlicher wirkt, also ich, also ich finde es wirkt immer moderner. Ja. Und auch spartanischer. Ich habe ja nicht alle gesehen, ich hatte auch immer nicht so das Interesse. Ich hatte mal gesehen. Und die Rotkäppchen-Verfilmung oder so, glaube ich. Die Rotkäppchen-Verfilmung habe ich abgebrochen, die hat mir nicht gefallen. Ich hatte damals Frau Holle gesehen, die Westdeutsche, und den Film fand ich so. Oh. Man hat dann auch den Vergleich zu unserem Defa-Märchen, ne? Und das ist ja auch wunderschöne Kulisse, wunderschöne Schauspieler, und dann hast du auch diesen Charme, und also wirklich so, wie das Märchen geschrieben ist, so wird das ja auch umgesetzt und alles. Und bei der westdeutschen Verfilmung, da haben die nicht haben diese Kulisse nicht, das ist halt alles in einem Studio, wo alles halt schwarz ist, und da schweben halt das Brot einfach so, also wirklich so richtig surreal mit Neon, also Leuchten angestrahlt durch das Ding. Und auf einmal steht in diesem schwarzen Raum einfach nur so ein Ofen, und dann steht einfach nur ein Baum, also so ganz unmotiviert. Und das ist so, ich meine, wir haben ja auch Studio, das war bei uns auch Studio drehen, ne, davon ab, und das ist auch offensichtlich, klar. Aber das ist so, das wirkt dann halt so eher so futuristisch und so. Darauf kann ich mich nicht so einlassen. Also vielleicht liegt es ja auch daran, dass ich Mädchen bin oder so. Ich möchte halt alles genauer so sehen, und ich möchte mich da so reinträumen. Und das fand ich, habe das damals, ich weiß gar nicht, ob ich den damals auch zu Ende geguckt habe. Ich habe damals so gedacht, boah, also da kann man sagen, was man will, aber die DDR-Märchen waren einfach besser. Punkt. Da gibt es für mich auch gar keinen Streitpunkt, weil man muss sich das nur angucken, dann weiß man warum. Also das ist eigentlich, ja. Ich meine, es gab ja vor, mittlerweile wahrscheinlich auch schon fast wieder 10 Jahre her, ich glaube tatsächlich so 2019, 11, 12, ist dann eben ARD und ZDF ja nochmal diverse Märchen nochmal wieder verfilmt haben. Ja, die habe ich ja alle geguckt. Ich bin ja ein absoluter, ich liebe ja Märchen, und ich habe die alle geguckt, und
Ja, erzähl weiter. Ich weiß, worauf du hinaus willst. Ja, das war auch so dieses einerseits wieder relativ gut ausgestattet, sag ich mal, aber es wirkte, ja, ich meine, hier wirkt es ja auch günstig beim Feuerzeug, aber so ein bisschen manchmal, wenn er eben diese abgetragenen Klamotten und so anhat, dann wirken die auch ein bisschen abgetragen und auch wirklich wie benutzt. Und da wirkten halt auch so also bei den neueren Märchenverfilmungen der Öffentlich-Rechtlichen, wirkten die zwar auch irgendwie, sollten aussehen wie benutzt, aber wirkten trotzdem wie neu gefühlt so. Und dann kam halt dazu, ja, dass das mit der Sprache halt nicht so hingehauen hat. Also das war für mich das mit Abstand Schlimmste, die Sprache. Natürlich gehen wir mit der Zeit mit, klar. Aber also ich fand die Kulissen auch bei den neuen Filmen, fand ich auch in Ordnung davon ab. Und aber ich weiß, was du meinst, die Kleider sahen alle sehr modern und neu und ausstaffiert aus. Und also ich fand die nicht grundsätzlich völlig verkehrt. Nee. Also das war schon schöne Ausstattung, aber irgendwas... Ja, also die Sprache das hat für mich den Film kaputt gemacht. Für mich ist immer so ein Märchen, wenn ich ein Märchen schaue, gehe ich automatisch in eine Märchenblase. Das heißt, ich bin automatisch in der perfekten Welt oder zumindest in der perfekt erscheinenden Welt. Und dann ist halt alles richtig schön. Also dann heißt es meistens Harmonie oder die Bösewichte und du kannst halt schwarz und weiß gut unterscheiden und du weißt halt, wo du bist und du kannst dich ja wunderbar in dieser Welt orientieren und du kannst dich da richtig reinträumen. Und bei den neuen Märchen war es halt so, für die neue Generation ist es dann halt so, dass denn auf einmal wir uns an die Jugendsprache anpassen und an den Jugendslang. Nicht mal unbedingt Jugendsprache. Es wurde ja auch Scheiße gesagt und sonst was. Ja, das war genau. Das war zum Beispiel gestern. Das geht gar nicht. Beim Feuerzeug aufgefallen hier, unser Soldat sagt einmal, ja, ich weiß nicht genau, Potz, Kanonenrohr und Granaten. Genau, und dann das sagt kannst der, du sagen. Und der Schuhmacher, der sagt dann auch Potz, Absatz und Stiefel oder sowas. Ne? Also, das stimmt jetzt definitiv nicht, aber ne, also sowas. Und oder auch der andere, der Betuchte, der Schuhmacher des Königs, der dann so, ja, wir werden hier nicht Maulaffen feil bieten. Ne? Also so, das ist eben so dieses anders historisch genau. Angelehnte. Wer weiß, ob es diesen Ausspruch damals schon so gab. Aber genau, eben sowas, statt eben sowas Profanes wie so eine Scheiße hier oder sonst was. Ja, aber du bist ja blöd, oder wie doof ist der denn? Also so ging das halt die ganze also Zeit. Also doof ist ja sogar noch halbwegs dingsig, aber, nee, find ich aber auch in der Masse. Mehr. War das auf jeden Fall irgendwie sehr schade. Ja, genau. Und das hat mir für mich das alles kaputt gemacht, wo ich dachte so, wow, also erstmal sind die Drehbuchschreiber deutlich fauler geworden. weil das macht ja die ganze Stimmung kaputt. Wozu machst du dir diesen Aufwand und baust dieses richtig schöne Set auf und dann machst du sowas, dann kriegst du raus sowas wie die 7 Zwerge von Otto, ne? Also das ist... Und die sind ja nochmal ganz andere... Ja, aber ich meine jetzt damit, also das ist halt dieses, das macht für mich ja, das bringt ja das ganze Kartenhaus für mich zum Einsturz. Und dann habe ich auch gleichzeitig gedacht, boah, die ganze Jugend jetzt, ne? Da habe ich... Die ganzen Kinder, die das jetzt sehen und die nur das kennen vielleicht, weiß man ja nicht, die tun mir richtig leid, dass die halt nicht, weil die haben, die sehen halt diese, haben zwar diese Bespaßung dadurch und kennen halt die Märchen dadurch, aber die kennen nicht diese Wolken, also diese Märchenblase, die wir kennen. Weißt du, was ich meine? Diese rosarote Wolke, in der wir aufgewachsen sind. Kann ja sein, dass die das dann auch ganz toll finden und dann sagen. Ja, so, ich meine, ich fand es auch unterhaltsam, aber ich fand es halt nicht. Mich hat das nicht zum Träumen angeregt. Verstehst du, was ich meine? Unterhalten fühlte ich mich auch. Aber das andere, das zieht mich richtig in eine Welt rein. Und das finde ich auch einmalig aus der Ecke. Es passiert mir halt immer wieder. Wir haben ja selber auch eine relativ große Märchenwand aufgebaut, die wir ja hoffentlich auch mal weiter ausbauen werden. Gerade mit zum Großteil dominiert tatsächlich durch, was meine Seite angeht, alles der TV sowieso. Haben wir überhaupt ein westdeutsches Märchen? Ist die Schwarze Mühle westdeutsch oder ist die auch aus Deutsch? Ich glaube, dann sind es eher sogar die deutschen, also die Fernsehfilme der DDR dann noch eher als ein westdeutsches. Also ich habe zum Beispiel kein Westmärchen. Ich habe, glaube ich, nur Russisch. Ich glaube, die haben wir, wenn wir die mal aus Versehen im Laden gegriffen haben, auch wieder weggelegt. Was aus Versehen gegriffen? Blau, die sind blau. Blau ist die Warnzeichen, nicht nehmen. Also was jetzt gerade auch die älteren Sachen vor allem angeht, glaube ich es nicht. Wie gesagt, das Kalte Herz, die Neuverfilmung wäre jetzt das Einzige, aber das ja, das wäre es eigentlich. Mm. Das habe ich so als Na ja, gut, aber das ist ja wieder was anderes. Das ist ja schon wieder ein Film. Also jetzt ein groß angelegter Film. Ja, nee. Also ich finde, das hat die Sowjetunion eigentlich wunderbar hingekriegt. Das kann man ja auch nicht wegnehmen, finde ich tatsächlich. Und ich finde, die sind auch berühmt für ihre Abenteuer- und Märchenfilme. Ich überlege also gerade so westdeutsche Märchen.
gibt es ja ein Märchen, ich hab, also zumindest vom Hören her, habe ich noch nie gehört, dass man das irgendwie kennen muss. Also wenn ich jetzt meine... Also die Verfilmung jetzt kommt. Ja, also wenn ich jetzt zum Beispiel, also was man an Weihnachten guckt, wenn ich zum Beispiel jetzt mit meinen Freunden aus dem, also zu sich aus dem Westen kommen und so rede, dann ist das, die gucken dann halt, weiß ich, das letzte Einhorn und so an Weihnachten. Das sind dann eher tatsächlich ausländische Produktion, ne? Ja, der kleine Lord genau. Ist ja zum Beispiel. Habe ich immer noch, haben wir nicht gesehen, kleine Lord, das kenne ich nicht. Ich überlege gerade, Sissy ist wahrscheinlich noch so ein Grenzgänger. Ja, Sissy ist ja, wird ja in China geguckt an Weihnachten. Das ist also Sissy ist der Weihnachtsfilm in China, hat mir meine chinesische Lehrerin erzählt. Ja, der quasi ist ein älterer Film, es ist eine westdeutsch-österreichische Koproduktion, die haben wir auch hier im Archiv schon mal besprochen, Christian und ich, damals noch. Aber ist ja in der Hinsicht kein Märchen. Ne? Er spielt natürlich, also er ist halt ein Historienfilm so, aber es ist ja an sich kein Märchen. Ja, und die anderen Märchenfilme von denen. Also ich meine jetzt mal, die verbinden selber gar nicht so mit den großen Märchen, also mit denen ich jetzt geredet habe. Es ist ja auch immer nur ein Griff, ja, ne? Aber die gucken dann eher sowas wirklich, das letzte Einhorn oder solche Sachen. Genau, oder was zum Beispiel, als ich ein Kind war, also so an Heiligtag, wenn die Familie dann das vorbereitet hat und alles, ich durfte als Kind nicht rein. Ich habe immer, also es lief immer auf Sat.1 Prinzessin Fantagiron. Ich habe immer Prinzessin Fantagiron geguckt. Wie will ich sagen, ist der italienisch offiziell, aber mit deutscher Koproduktion an sich italienisch, ne? Ja, aber ist ja eben auch kein reines so. Und ich überlege gerade, ob das natürlich auch an dem Studiosystem so liegen könnte oder dass du eben, weißt du schon, dass du dann eben mehrere Firmen oder so gehabt hast. Natürlich irgendwie Konstantin, Ufa als die größeren Namen, aber das ist ja trotzdem theoretisch im Vergleich eben so in Ostdeutschland hast du die DEFA, die hat die Filme gemacht, fertig, Punkt. Was anderes gab es ja nicht. Naja. Dass sie dann eben sagen konnten, so, auch wenn das natürlich über Jahre hinweg immer mal, ne? Also ich glaube, die jüngsten Märchen, die wir dann von der DEFA haben, oder vom Deutschen Fernsehfunk, wie das dann hieß, sind ja dann Ende der 80er hier, der Froschkönig, glaube ich, wo man auch schon so ein bisschen merkt, so, ja, ist irgendwie nicht mehr so ganz der Charme. Die habe ich gar nicht gesehen, kenne ich gar nicht. Ne, also, dass man das natürlich jetzt irgendwie geballt hat, vieles hier, eben weil es alles von der DEFA ist, deswegen können die es dann später auch darunter vermarkten und als Boxen vielleicht auch veröffentlichen und so. Also wenn du jetzt vielleicht, sag ich mal, in Westdeutschland, da macht eben der eine Produzent, macht eben, sag ich jetzt mal, Rumpelstilzchen, dann macht ein anderer Produzent Schneewittchen und so, dass das schon dadurch eben nicht so eine, in Anführungszeichen, Einheitlichkeit gab. Achso, ne, bei mir aber, ist ja auch so, bei den DEFA-Märchen, also ich gucke mich da ja auch ein bisschen durch, alles klar. Aber ich bin auch eher großer, also ich mag wirklich am liebsten aus der Sowjetunion die Sachen tatsächlich. Naja, so, also hauptsächlich dann, glaube ich, Mosfilm. Bin jetzt nicht 100% sicher, aber hast du eben auch da dein zentralisiertes Studiosystem. Du hast nicht eben viele freie Filmmacher, sondern so, ja, halt klar. Staatlich so. Also das definitiv, klar. Ne? Aber ich finde die am schönsten tatsächlich. Und ich weiß zum Beispiel, dass ich, bevor ich Der Fischer und seine Frau entdeckt habe, war ich ja immer König Drosselbart-Fan. Und mir hat die Verfilmung mit Manfred Krug auch von den Kulissen her auch eher bescheiden gefallen. Nee, ist ja auch das eine Märchen, was ich auch mit Christian im Archiv hier habe. Ich weiß nicht, welche Folge das war, aber die wir damals auch auf jeden Fall auch besprochen haben. Ich glaube, es war im Rahmen der 1DV-Filmreihe, wo ich das dann einfach mal angeschleppt habe oder so. Aber auch, ja, es sind halt total spartanische Kulissen auf jeden Fall. Mhm. Aber dass das eben auch dadurch, also selbst das dann irgendwie was hatte. Ja, ich finde die Darsteller, die tragen das extrem hoch, ne? Also davon ab. Bei mir ist, glaube ich, so, ich hatte das Märchen so oft in meinem Leben gelesen, dass ich so eine richtige Vorstellung im Kopf hatte, so dieser Harry Potter-Effekt. Dass man schon so oft im Kopf hat, dass man eine richtig fest eingefahrene Vorstellung hat und dann guckst du das und dann hast du dieser Charme, den du in deinem Kopf hast, der ist dann auf der, also es ist nicht mal eine Wand. Das ist einfach, also ja, ich glaube, das war einfach. Graue Rück. Ja, genau, du warst Studiowand, die wurde grau. Ja, genau. Also, ich glaub, genau. Also da finde ich das, also vielleicht mag ich das, vielleicht mag ich deswegen die Märchen so gerne von der Sowjetunion, weil die halt auch immer so bunt und prall und diese ganze ganze sowjetische Kultur mit transportieren, mit den Kleidern und mit der Musik und das ist halt was ganz anderes und Fremdes. Sind sehr, also ich weiß nicht, fremd, aber sind auf jeden Fall eben sehr klar zuzuordnen. Sind halt sehr speziell, oder man kann eben mit ein paar Sätzen sagen, das und das und das macht das aus. Wie, was ich eben vorhin gesagt habe, die roten Backen zum Beispiel. Das ist was so, ne, und das sind auch Gesichter. Das ist nicht irgendwie so was alles komplett gelackte Leute. Also natürlich irgendwie die Hauptdarsteller sollen dann schon mal die besser aussehenden sein und so, aber grundsätzlich hat man da eben wirklich auch noch Gesichter drin und nicht einfach so, ja, die sehen halt alle irgendwie
mindestens in Anführungszeichen Standard schön aus oder so, sondern es sind einfach Menschen da. Ja, also ich weiß nicht, ich mag es gerne. Vielleicht hat das auch so, vielleicht ist ja deswegen meine Mutti damit indirekt der Verantwortung, dass ich so weltinteressiert bin. Weil ich dann damit sozusagen mit der sowjetischen Kultur das dann so mitgekriegt habe und jetzt gucke mich ja jetzt mittlerweile, wenn ich Möglichkeit habe, durch die ganze Welt durch, was Sachen angeht und bin halt nicht so Amerika gebunden oder deutsch gebunden wie manch andere oder so, dass ich halt versuche, alles mal ein bisschen aufzufächern. Und vielleicht hatte meine Mutti damals mit diese Märchen den Grundstein dafür gelegt. Wenn ich jetzt so drüber nachdenke, wäre das auf jeden Fall nicht unwahrscheinlich. Oh. Ja. Aber jetzt habe ich gerade voll Bock auf 12 Monate. Das hast du immer. Das wird nicht darüber reden. Ja. So haben wir jetzt, glaube ich, auch nochmal gut abgegrast. Noch eine letzte Frage habe ich denn doch noch. Ja. Gibt es zum Beispiel auch eine Märchenverfilmung, die du gesehen hast, mit der du gar nichts anfangen konntest? Oder irgendein Märchen, mit dem du generell nichts anfangen konntest? Weiß ich nicht. Also bei den Verfilmungen würde ich jetzt eher nicht sagen. Das fällt mir nichts ein. Und so Märchen allgemein. Es gibt irgendwelche, wo ich dann, die wahrscheinlich dann einfach nicht so großartig hängen bleiben. Das dann sagen, ja, das habe ich wahrscheinlich mal irgendwie gelesen, aber es hatte mir nichts gegeben. Aber heute könnte ich jetzt nicht genau sagen, welches oder welches nicht. Okay, dann habe ich eine allerletzte Frage. Dann nochmal um den Bogen. Das ist ja, hast du denn irgend so eins? Oder? Ja, nur also für Frau mich Holle. Das Einzige, was für mich No-Go war, war dieses Frau Holle hier auf Westdeutsch. Ne? Aber das ist, wie gesagt, das nehme ich mal außen vor. Nee, ansonsten nicht. Bei Märchen kann ich mich immer reingucken. Meine allerletzte Frage. Jetzt ist ja jetzt sozusagen unser Weihnachtsspecial, glaube ich, unsere Feuerzeugfolge. Hast du Märchen, die du rein mit Weihnachten verbindest oder mit Neujahr oder so diesen Winterzeit? Ja, Federchen Frost zum Beispiel auf jeden Fall, einfach weil es ja im Schnee spielt so zum Beispiel. Und auch drei Haselnüsse Faschenbrödel verbinde ich irgendwie sehr stark mit Weihnachten. Ja. Den habe ich zum Beispiel ganz, ganz spät gesehen. Den habe ich, glaube ich, vor 2 Jahren das erste Mal gesehen und haben alle meine westdeutschen Freunde mal gesagt, ja, den musst du doch kennen. Wo ich mir denke, ja, ich glaube auch. Aber ja, ja. Ich weiß nicht warum, aber dadurch, dass ich immer so Abenteuer im Zauberwald hatte, ich weiß gar nicht, ist das total mir vorbeigegangen. Obwohl, gerade wo wir wohnen, läuft der Film ja permanent im Fernsehen. Aber ich gucke ja kein Fernsehen. Deswegen. Genau, also ich glaube, das ist tatsächlich so alles, wo dann auch irgendwie mal ein bisschen Schnee vorkommt, ist dann ganz schnell so, ja, Schnee, Winter, Weihnachten, zack, Märchen, dass da irgendwie so eine Verbindung sich aufbaut. Ich glaube, das müsste man wahrscheinlich nochmal nachhören, was so Sissi und König Drosselbart Folge angeht. Da kann es sein, dass Christian und ich uns damals auch schon so ein bisschen darüber ausgetauscht haben, was wir da so allgemein so irgendwie für Verbindung haben oder auch nicht haben bei Märchen. Oder Film allgemein, die irgendwie so in einer bestimmten Jahreszeit zuzuordnen oder so. Ja, wie ist es denn bei dir? Verbindest du denn eins mit Weihnachten jetzt so? Oder? Ja, klar, auf jeden Fall Abenteuer im Zauberwald, denn drei Haselnüsse für Aschenbrödel auf jeden Fall. Das sind 12 Monate? 12 Monate, ja, aber das ist ja noch relativ neu in meiner Liste tatsächlich. Ich habe auch mal Feuer, Wasser und Posaunen, aber ich meine, das ist jetzt kein Weihnachtsmärchen, das wäre jetzt auch ein Sommermärchen, aber das habe ich halt immer automatisch, weil wenn ich Abenteuer im Zauberwald beendet habe, habe ich das Kind immer gleich hinterher geguckt und dementsprechend ist es bei mir extrem eng miteinander verknüpft. Das gefällt mir aber gar nicht mehr so. Ich hatte vor ein paar Jahren auch ein anderes tschechisches Märchen gesehen aus den 50ern, das kannte ich bis dato nicht. Ich weiß, die schöne Prinzessin oder ähnliches. Schöne Vasilisa. Nee, das ist tschechisch. Das ist auch so eine Blonde mit so einer ganz kleinen Krone drauf. Prinzessin mit dem goldenen Stern? Ja, genau, den hatte ich mir mal geholt gehabt. Den kannte ich, habe ich noch nie vor dem Fernsehen und ähnliches gesehen gehabt. Und den fand ich, also ich habe abgesehen von dem Frauen-Männer-Bild, dieses chauvinistische, wenn man das mal ein bisschen wegguckt. Aber das war für mich auch ein wunderschönes Märchen. Und was ich halt damals bei Kerzenschein und Beleuchtung und beim Tierchen in der Hand auch an Weihnachten geguckt hatte. Und das verbinde ich auch sehr, sehr stark mit Weihnachten dadurch jetzt. Und das ist auch ein Märchen, das ich wirklich jedem empfehlen kann. Das ist wenn man sich als Mädchen wegträumen möchte, muss man dieses Märchen gesehen haben. Das ist wirklich schön. Das ist richtig, ich finde, das ist ein reines Mädchenmärchen. Also ich weiß gar nicht, ob du als Mann das auch so empfinden würdest. Glaube ich fast gar nicht. Naja. Jetzt komme ich gerade näher in den Gedanken. Den lasse ich mal weg hier von wegen, ob man vielleicht sonst eher mit Disney-Filmen als Märchen, Kinderfilme aufwächst. Ach, das ist eine gute Frage. Ich glaube, Also ist mir zumindest irgendwie in den letzten Wochen und Monaten irgendwie immer mal untergekommen, so von wegen gerade an Betracht der Tatsache, dass jetzt eben viele Disney-Stoffe nochmal eben als
in Anführungszeichen Realfilme aufgelegt hat, dass da häufig dann irgendwie mal zur Sprache kam, ja, als Kind hat man dann eben, hätte man dann eben die ganzen Disney-Filme viel geguckt, auch zu Hause. Aber nicht an Weihnachten, oder? Ja, aber vielleicht ist das so eben die Kinderfilme statt der Märchenfilme dann oder so. Naja. Also ich habe zwar mal so Filme, die ich gerne an Weihnachten gucke und auch also immer so Festungen, da sind auch sehr, sehr viele amerikanische dabei. Aber ich glaube, Disney ist ja nicht dabei. Also ich, also gerade Animation, hier ist die Weihnachtsgeschichte mit Jim Carrey, die finde ich wunderschön gemacht, weil die sich perfekt ins Buch hält. Das hast du selten. Die fand ich wunderschön, die kann ich mir auch jedes Jahr reingucken. Oder der Polar Express fand ich auch ganz schön. Ich hätte den gern gesehen, als ich noch jünger war, muss ich ehrlich sagen, noch aus Kindersicht. Das wäre noch schöner gewesen tatsächlich. Und ansonsten sind es eigentlich so reale Hollywood-Filme. Die Muppets Weihnachtsgeschichte. Nie gesehen, bin ich nie Interesse gehabt. Oh Gott. Fällt mir nicht zu ein. Ja, ich weiß auch nicht, warum nicht. Mit den Muppets konnte ich nie viel anfangen. Naja. Okay. Das war sozusagen unser kleines Weihnachtsspezial aus Gäbelchen. Vielleicht guckt ihr jetzt auch das Feuerzeug oder ein anderes DV-Märchen. Vielleicht lasst ihr uns wissen, was eure Weihnachtsfilme sind, eure überhaupt nicht Weihnachtsfilme. Gibt es überhaupt für euch Filme an Weihnachten oder habt ihr da ganz andere Gedanken? Oh ja, antwortet mal darauf. Das ist eine spannende Frage für mich. Ne, und wie immer gilt, gibt es uns bei Twitter oder auf wiederaufführung.de. Ich glaube an euch, ihr kriegt das hin, uns Nachrichten zukommen zu lassen, wenn ihr das wollt, wenn ihr euch mitteilen wollt. Ich kann auf diesem Wege auch einen guten Rutsch ins neue Jahr wünschen. Können wir auch noch machen. Kannst du gerne machen. Wir wünschen euch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ja. Kommt gut rein. Bis nächstes Jahr. Ciao, bis dann. Ciao.